Bill Potter saß bereits wieder auf seinem halbwilden Pony, einem Laublut sozusagen, und sah sich nach Polter, von Tresco und Master Wallerstein um. Ihr könnt mir doch noch folgen, Mischus. Die drei stimmten bei und trabten dann munter hinter dem Kleinen her. Wie heut? Rief er nach Verlauf von kaum einer halben Stunde. Hab ich nicht recht gehabt? Hier sind zwei Trupps Pfeilmänner von rechts und links gekommen. Sie haben den Kampfplatz umritten, um die Richtung zu finden, in der die Weißen fortgegangen sind und sich hier vereinigt, um ihnen zu folgen. Ja, der Sand behält die Spuren lang, sodass ich vermute, sie haben einen Vorsprung von mehreren Tagen. Doch sind unsere Pferde gut und sie haben jedenfalls Verwundete bei sich, die einen schnellen Ritt nicht vertragen können. Wir holen sie noch ein, ehe sie den Heizpott erreichen. Wieder ging es vorwärts, nicht bloß Stunden, sondern Tage und immer auf der aufgefundenen Spur. So gelangte man in jene Gegend, wo der Arkansas River einen weiten Bogen nach den Smoky Hills beschreibt und zahlreiche Bäche ihm von den Bergen herab entgegenströmen. Die offene Prärie ging durch weitgebreitetes Gebüsch nach und nach in den hochstämmigen Urwald über und der Führer der kleinen Gesellschaft wurde von Minute zu Minute vorsichtiger, da die Spur, der sie folgten, sich immer jünger zeigte und sie hinter jedem Baum auf einen der Wilden stoßen konnten.